So, Zusammenfassung, was haben wir denn gelernt? Also erstens gehen wir heute noch mal ganz kurz auf die Äquikinetik. Das will ich euch eigentlich nur mal ganz kurz zeigen, weil er schon ein bisschen lockerer wird und weil sein ganzer Körper sich jetzt irgendwie neu ausrichtet, geht es auf einmal linksrum nicht mehr so gut. Aber das macht nichts, da hat er mich seit langem mal wieder ausgetrickst. Es ist ihm immer noch ein bisschen unangenehm, aber weißt, wenn er dann mit der Herde umeinander tollt, ja, und dann Vollgas gibt, da gibt es keine Entschuldigung. Nee, also deswegen machen wir das hier, die Äquikinetik, klar, der Muskelaufbau ist super wichtig. Das vergessen einfach manche Leute, weil so ein Jungpferd, wenn das kein Gleichgewicht hat, und das kriegt es halt meistens auch durch das Training, die sind natürlich viel schreckhafter, wenn du dann mit denen ausreitest, weil sie dich halt ausgleichen müssen und sich selbst noch gar nicht ausgleichen können. Ja, ich muss schon wieder rumfummeln da. Und deswegen seht ihr das ab und zu mal auch. Und wenn man dann vielleicht die ersten Videos anschaut von der Equikinetik, man merkt schon, er tut sich total neu aufbauen, sag ich mal. Er ist zwar natürlich noch nicht versammelt, er ist immer noch mit dem Kopf relativ weit oben und er hat es immer noch ein bisschen schwer, aber wir haben jetzt schon auf 8 Einheiten haben wir es hochgeschraubt. Die letzten 4 sind dann Trab. Und ja, er macht das gut. Also von dem her, man hat halt Pferde, die sind schon selber sehr viel ausgeglichen. Er hatte halt einfach die Chance nie, sich da auszugleichen, diese 5 Jahre. Und jetzt ist er bei uns und jetzt sind wir da ganz froh, wenn das dann funktioniert und nach vorne geht. Aber was gar nicht so nach vorne geht, ist Weichen. Tut mir leid, ich habe vergessen, scharf zu stellen, aber vielleicht ist es auch besser so, dass man nicht alles sieht. Wir haben Weichen versucht, auf Druck auszuweichen. Ich werde dazu nichts kommentieren, es ist peinlich genug, aber schaut es euch an. Ich muss ja bei ihm lachen, ne?
Wir gehen rauf, er geht natürlich wieder rückwärts, aber immerhin, er tilt nicht aus, es ist ihm unangenehm, merken wir schon. Aramis bringt mir viel bei. Also ich muss ja sagen, als Bereiter habe ich schon einige Dinge gesehen, aber das noch nicht so. Und wir hatten wirklich auch schöne, willensstarke, charakterstarke Hengste, wo vielleicht höchstens mal einer mal irgendwie beißen wollte oder sowas, ja, oder mal nach dir getreten hat, so wie er am Anfang. Er war ja auch noch bis September war er Hengst. Aber das ist schon anders mit ihm. Und weil das so anders ist und weil ich dann jetzt das dritte Mal drauf saß und das zweite Mal ist er mit mir keinen Schritt gegangen, habe ich gedacht, okay, wir helfen dem Ganzen ein bisschen nach. Klar könnten wir jetzt sozusagen von hinten Druck machen. Aber man will ja vielleicht ihm noch ein bisschen Sicherheit geben und der vordere Mann ist sicher. Ich glaube, so viel Sicherheit braucht der Aramis nicht. Nächstes Mal werden wir das anders machen. Ich glaube, da wird mein Mann hinten wedeln und dann darf er vor uns, vor ihm flüchten. Ja, also wir haben uns jetzt abgesprochen. Wir haben gesagt, Schatzi, bei dem Pferd müssen wir das ganz anders machen wie bei all den anderen Pferden. Du führst mich jetzt. Ist auch nicht schlecht, weil dann wurde ich ein bisschen in meine Kindheit zurückversetzt. Ist doch auch schön, ein bisschen Ponyreiten. Und selbst wenn er nie von alleine loslaufen würde, was wir davon nicht ausgehen, dann kann ich wenigstens für Ponyreiten nehmen. So, also wir machen das so. Wenn ich Druck mit den Schenkeln gebe, ein Küsschen, dann soll mein Mann loslaufen. Da habe ich ihm nur gerade gesagt, hey, geh ein bisschen zur Seite nach rechts, weil da eine größere Wolte ist, dass der sich das nicht so anstrengend hat. Und ja, das haben wir dann so gemacht. Sieht nett aus, funktioniert ein bisschen. Ha. Auf den Druck reagiert, haben wir das Problem, dass ich dann draufsetze und dann mache ich Küsschen und dann geht er nicht. Ja, jetzt wird er gehen. Meinst du? Mein Leckerli holen. Nein, kein Leckerli. Man könnte das nur jetzt noch mal wiederholen, weil er ja nicht reagiert hat, weißt du? Weil er nicht reagiert hat. Ausgetrickst. Ausgetrickst.